Es ist unschwer zu erkennen, der Pferdemarkt ist in Krieglingen so etwas wie ein Nationalfeiertag. Der Geilmarkt, wie ihn die Einheimischen nennen, findet bereits zum 94. Mal statt. Das ist ein Pferdemarkt, wo man früher Arbeitspferde gehandelt hat für die Saat, für den bäuerlichen Bedarf. Und der hat sich jetzt zu unserem Nationalfeiertag mit Umzug gewandelt, wo wir auch eine hohe Beteiligung unserer Bevölkerung und der Schüler haben. Im Mittelpunkt stehen aber die Pferde. Große und kleine, Warmblüter, Haflinger, auch Esel sind mit dabei. Exakt 138 Tiere werden aufgetrieben und damit genau eines mehr als beim Rossmarkt Anfang Januar in Niederstetten. Die Tiere werden vorgeführt und von einer fachkundigen Jury unter die Lupe genommen. Gang, Aussehen und Verhalten werden bewertet. Im Anschluss kann über den besten sortierten Krämermarkt gebummelt werden. Über 100 regionale und überregionale Marktbeschicker sorgen für ein abwechslungsreiches Sortiment. Einer von vielen Höhepunkten in Krieglingen. Es ist der Krämermarkt, es ist, dass die Geschäfte wie der Klare Fall, wie die BAG offen haben. Wir haben den Pferdeauftrieb, wir haben den Umzug vor allem mit über 50 Gruppen, wo man sich sehr viel Mühe gibt. Die Wägen werden aufwendiger. Ich glaube, das wird der Highlight sein und dann einfaches Bummeln nach dem Umzug. Beim Umzug werden auch politische Themen aufgegriffen. Besonders heißes Thema derzeit in Krieglingen, der geplante Windpark im Klosterwald. Die Gegner des Projekts sammeln fleißig Unterschriften. Sie wollen den Windpark, der trotz kleinerer Pannen bereits vom Stadtrat abgesegnet ist, nach wie vor verhindern. Aber an diesem Tag steht der Spaß im Vordergrund. Die Politik spielt nur eine Nebenrolle. Und das wird beim großen Festumzug auch mehr als deutlich. Zahlreiche aufwendig gestaltete Wägen und Fußgruppen beschäftigen sich mit dem Thema, das 2014 vorgegeben wurde. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Krechel wäre. Yes, you have me ready for war.